Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Gestern war ich in Worms. Verstanden! Nein, nicht in dem Worms, in der Stadt Worms, und zwar genau an der Hochschule Worms bei der Konferenz Videobasierte Lehre. Ich habe mich dort umgesehen und mal geschaut, was denn andere machen. Die Tagung stand unter dem Motto Videobasierte Lehre, theoretisch, praktisch, gut. Und sollte genau das ein Stück weit zusammenbringen, nämlich die Theorie hinter Lehr- und Lernvideos, und aber auch gleichzeitig die Praxis beleuchten. Das heißt, es waren sehr viele empirische Beispiele gebracht von Hochschulen und Universitäten, die Videos in der Lehre einsetzen und berichtet haben, wie das funktioniert, wie die Studierenden das annehmen, welche Probleme sie damit vielleicht haben. Also auch nicht nur die Studierenden, sondern auch diejenigen, die die Videos erstellen. Und insgesamt war das eine sehr kompakte Tagung. Deshalb bin ich leider auch nicht dazu gekommen, vor Ort zu filmen. Darum wieder ein Video von hier aus meinem Büro. Ich selbst hatte mit Josef Buchner auch einen Beitrag eingereicht, der allerdings leider nicht angenommen wurde. Ja, also der war sehr theoretisch. Wir werden die Gedanken, die wir da uns gemacht haben, noch ein bisschen weiterdenken und mal schauen, vielleicht entsteht daraus vielleicht doch noch irgendwo anders ein kleiner Beitrag. Aber dazu dann später mehr, wenn es denn soweit ist. Das wird sicherlich auch ein Teil meiner eigentlichen Promotionsarbeit sein, die Dinge, die wir da beleuchten wollen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, an dem ich dranbleiben möchte. Auf der Tagung selbst wurde dann gerade in der Keynote von Janine Reutemann nochmal betont, dass Videos zu machen eigentlich eine Kunstform ist. Und so wie Videos heutzutage oder im Moment meistens eingesetzt werden, ist das so ähnlich wie das, was ich hier mache. Talking Head, also eine Person vor der Kamera, die ganze Zeit spricht, wo man sich zu Recht fragen kann, wieso ist das ein Video? Wieso ist das nicht nur eine Audiospur als Podcast oder als MP3 zum Runterladen oder so irgendwas? Also dieses Video ist das halt das Format, für das ich mich entschieden habe. Ich versuche es ja auch immer wieder ein bisschen aufzubrechen und andere Dinge auch zu zeigen. Viele Leute nehmen auch einfach PowerPoint-Slides neben den Sprecher. Das heißt, sie übersetzen 1:1 das Setting aus den Seminar- oder Hörsälen in ein Video. Und außerdem Vorteil, dass es zeitversetzt abrufbar ist, dass man vielleicht Pause drücken kann oder sowas, gibt es da keinen großen Unterschied zu dem, was bisher passiert. Und eigentlich sollte ja digitale Lehre oder videobasierte Lehre tatsächlich besser sein als die Präsenzlehre im Idealfall, sonst bräuchte man sie ja gar nicht machen, denn es ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig, Videos zu erstellen und auch das kam bei der Tagung bei vielen Beiträgen ja, zum Tragen und war ein großer Punkt, den viele besprochen hatten, so wie können wir den Aufwand reduzieren, dass wir trotzdem weiter Videos machen, denn Studierende mögen das scheinbar, aber es ist halt viel Aufwand und zwar viel Aufwand sowohl auf der technischen Seite, man braucht Equipment, ja, Mikrofone, Licht, eine Kamera und so weiter und so fort und man braucht natürlich auch das Know-how und die Manpower, das alles zu bedienen. Das ist tatsächlich viel Zeit. Also wir hier sagen nicht umsonst, dass etwa 2/3 der Zeit, die man für ein Video braucht, in die Vorbereitung gehen. Und 1/3 ist dann tatsächlich der eigentliche Dreh und die Nachbearbeitung. Also nur mal, um das Verhältnis darzustellen. Und das kam eben bei der Tagung auch sehr gut raus. Ansonsten, das Programm war sehr dicht. Es gab sehr viele parallele Tracks. Das heißt, ich musste sehr, ja, sehr gut selektieren, was ich mir anhöre oder anschaue. Leider ist meine Wahl auf ein paar Tracks gefallen, die zwar vom Titel her vielversprechend waren, aber die Inhalte mich persönlich dann leider nicht so weitergebracht haben. So ist es halt manchmal auf so Konferenzen. Ich bin gespannt, was die nächste Konferenz bringt, von der ich mich garantiert wieder melde. Das ist nämlich die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, also die DGHD, bei der ich ja auch seit einiger Zeit selbst Mitglied bin. Die findet Anfang März statt und ist in Leipzig und geht aber auch dann wieder wie letztes Jahr fast eine ganze Woche, also ich glaube 4 Tage mit Pre-Conference, wo dann die Promovierenden sich auch nochmal vorher treffen. Von da melde ich mich auf jeden Fall und dann auch wahrscheinlich und sehr wahrscheinlich direkt aus Leipzig. Von daher bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.